YouTube, was geht ab? Hier sind eure vier Buchstaben, mehr zu dem I, zu dem S, zu dem I. Yo YouTube, was geht ab? Wir sind eure vier Buchstaben, R zu dem I, zu dem N, zu dem O und mein Kollege D zu dem I, zu dem N, zu dem A. Ja, er ist schwarz, deswegen wird schon Helligkeit ganz so schwarz. Wir verstehen diese Schwarze. Gut, heute mit dem Thema Shisha ist mein Hobby. Wir zeigen euch heute, wenn ihr Shisha als Hobby haben wollt, wie ihr damit anfängt, was ihr nicht machen sollt und was man so braucht, was die Preise sind. Und wir fangen direkt an, ich hole gleich mal was, um euch zu sagen, was man nicht machen soll, ja? Was ist das, Damir? Was ist das? Wie nennen wir es? Ich nenne das unter aller Sau-Shisha. diese Shishen, die findet... Shishen, sagt man so. Shishas. Diese Shishas findet ihr in so Lotto-Tabakwarenladen für 30 Euro oder sowas. Die sehen zwar ganz schick aus, aber Finger weg davon. Also ihr habt keinen guten Duftzug, ihr habt Scheiße, ja. Also ich hab das immer noch, weil es Deko ist, aber nee, weg damit. Holt euch das nicht. Holt euch lieber sowas hier. Genau. Das ist deine. Ja, das ist meine Pfeife, die habe ich von Olli abgekauft, weil ich jetzt in dieses Shisha-Hobby-Dienstbums und alles mal reingehen will oder reinkommen will. Und das ist eine Amy. Ich würde sagen, das ist ja schon Standard. Mit einem Standard-Silikonschlauch, Standard-Bowl, sieht gut aus, Standard-Kopf, Standard-Kohleteller. Einfach super, ja, zwei Anschlüsse für Schläuche. Kannst du erweitern, zwei Schläuche hinmachen. Auf jeden Fall super Rauchverhältnis, kann man gut zu zweit rauchen, auch gut alleine rauchen. Aber Shisha-Rauchen ist eine Gemeinschaftssache. Deswegen zwei Mundstücke sind Pflicht, habt ihr da auch nicht. Das ist scheiße, weg mit dem Dreck. Das ist echt scheiße. Da zahlt ihr neu, also wenn ihr das neu kauft, wenn ihr die kauft, für 70 Euro. Ihr kauft die für 70 Euro. Ihr habt einen Kopf dabei, ihr habt einen Silikonschlauch und ein Mundstück dabei. Das heißt, ihr kauft die und ihr könnt rauchen. Ja? Alles, was euch da noch fehlt, ist cool. Und Tabak dazu auch später. Und ich sage mal so, 70 Euro, die Hälfte davon kostet diese billige Shisha, die ich euch gerade gezeigt habe. Also lieber nochmal das Doppelte zahlen und ihr habt eine Shisha und die ist einfach top. Die also die hat super Rauch, die ist einfach, ja, was soll man da weiter sagen? Amy ist eine Top-Shisha-Marke. Für Leute, die einsteigen wollen. Von Amy gibt es auch eine noch kleinere für 40 Euro. Da gibt es auch noch eine noch größere mit 4 Schlauchanschlüssen. Also Amy ist eine super Marke. Die könnt ihr euch holen in Shisha-Shops, in Tabakwarenladen werdet ihr die nicht finden, aber in normalen Shisha-Shops auf Internetseiten, die in der Beschreibung sind. Ja, das ist eine Shisha, wenn man anfangen will. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Zubehör. Da haben wir auf jeden Fall hier einiges auf dem Tisch. Wir werden euch jetzt zu verschiedenen Dingen was sagen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den Tabaksorten. Also, was sehr beliebt ist, sind zum Beispiel diese beiden Sorten. Die meisten Tabakdosen haben 200 Gramm. Das ist ein bisschen was Größeres. Das habe ich im Internet bestellt. Das ist ein Kilo, glaube ich. Aber normalerweise habt ihr 200 Gramm. Und für 200 Gramm zahlt man im Schnitt zwischen 14, 15, 16 Euro. Mehr nicht. Also es gibt natürlich auch was für 20 Euro, aber das ist dann schon... Macht's nicht. Also würde ich ehrlich sagen, außer ihr feiert den Tabak zu Tode, weil ihr müsst wissen, wenn ihr diese Dose kauft, dann ist die verschlossen. Ihr habt das noch nie geraucht und wenn der dann scheiße schmeckt und ihr 20 Euro ausgegeben habt, wäre ein bisschen scheiße. Deswegen beratet euch, fragt Freunde, ihr könnt auch uns. Informiert euch auf jeden Fall. Ihr könnt auch uns fragen, ey, der Tabak, weißt du wie der ist? Hast du den schon mal geraucht oder so? Schreibt es mir auf Facebook in den Kommentaren, was weiß ich. Ich helfe da gerne. Wir haben hier Adalia, eine Supermarke. Wir haben Start Now, eine Supermarke. Adalia Love 66. Das wäre ein Pflichtding, wenn ihr mal guten Tabak haben wollt. Love 66. Fragt nach dem, wenn ihr einsteigen wollt. Start Now hat auch viele, viele verschiedene Sorten. Ist auch ganz fein. Und ja, wie gesagt, das kriegt ihr 200 Gramm für 14 Euro oder sowas. Und wie lang reichen 200 Gramm Dame? Wie viele Köpfe kann man da rauchen? Unzählbar. Also, aber schon einige. Das dann im Endeffekt eh nicht mehr, weil das so geil schmeckt. Das schmeckt so geil und reicht eine Weile auf jeden Fall. Also bitte auch kein Tabak, das ist genauso mit dieser Shisha, kein Tabak in so billigen Läden kaufen, sondern besucht Shisha-Shops. Die gibt es mittlerweile echt in jeder Stadt oder ihr bestellt online. Wie gesagt, richtigen Tabak aus Dosen, das ist unsere Empfehlung. Gut, dann gibt es noch, ich zeige einfach ein paar Marken, den hier zum Beispiel. Ja, den habe ich gestern gekauft, das ist Cold Peach von 7 Days. Super Pfirsich-Tabak, kann man gut rauchen, super Rauchentwicklung, schmeckt lecker, wie als würdet ihr in einen Pfirsich beißen. Also, Hammer. Das ist halt das. Ja, also den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann haben wir hier noch auch eine Marke, Alvaha, ich sage immer Alvaha.
Alvaja auch super Tabak, auch viele verschiedene Sorten. Das ist einfach, ja, Shisha ist ein Hobby, weil es halt auch verschiedene Geschmäcker gibt. Ihr könnt alles probieren. Hier haben wir noch zwei Sorten, dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Es gibt auch Tabaksorten, ja. Die heißen jetzt wie der hier Ultimate Pink oder wie der hier Predator Green Shiny. Da ist halt, da steht nicht drauf, was drin ist. Ja, also wir wissen jetzt nicht, wonach der schmeckt. Ich weiß es schon, weil ich ihn schon probiert habe, aber da müsst ihr dann Google verwenden und gucken, nach was der schmeckt so. Bei allen anderen Sorten steht drauf, was drin ist. Wie jetzt hier beim Seven Days oder beim Alvaja Melone und da Pfirsich und sowas. Schaut einfach nach, aber das sind so Tabaksorten, die wir auf jeden Fall empfehlen können. Gut, kommen wir weiter zu Mundstücken. Die gibt es aus Glas, die gibt es aus Metall, die gibt es mittlerweile auch schon aus Holz und die gibt es auch aus Plastik. Aber was ist das, Dima? Also das ist die Eisbazooka, mit der kann man richtig schön kalten Rauch herkriegen. Dazu packt man in dieses Plastikding einen Kühlbeutel rein oder ein Kühlpad. Da tut man halt, ja, da hat man irgendwie vierfach dann so wie so ein Pad, das legt man da rein. Packt man an den Shisha-Schlauch, am besten Silikon, wie gesagt. Ja. Und dann hat man einen wunderbaren kühlen Rauch, gut für den Sommer, gut, wenn man vielleicht Halsschmerzen hat. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt, genau, wenn es runterfällt, wie bei Glas zum Beispiel. Ja, und wenn man Halsschmerzen hat, kann man das auf jeden Fall machen. Seid ihr preislich bei 8 Euro, ja. Mehr nicht. Und da gibt es auch nicht bessere oder schlechtere davon. Es gibt vielleicht welche, wo die Eispads ein bisschen anders sind, aber im Endeffekt kommt es auch das Gleiche drauf an. Der Rauch ist kühl und kratzt nicht. Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Wichtigen. Das sind Köpfe. Köpfe gibt es auch unzählige. Es gibt welche aus Silikon, es gibt welche, wo die Löcher unten sind, es gibt welche, wo die Löcher an der Seite sind. Es gibt größere Köpfe, es gibt kleinere Köpfe. Köpfe gibt es auch wirklich viele, viele verschiedene. Da könnt ihr auch, weil es ja ein Hobby ist, einfach ausprobieren. Es gibt Köpfe, da hat man mehr Rauchentwicklung. Es gibt Köpfe, die haben einen intensiveren Geschmack. Es gibt Köpfe, da läuft die Molasse nicht runter. Die haben diese Löcher dann oben an der Seite oder sowas. Also da auch wirklich einfach ausprobieren. Mit Köpfen ist man preislich auch unterschiedlich. Da gibt es welche für 6 Euro, die sind ganz billig. Da gibt es auch welche für 25 Euro. Aber die kauft man nicht so oft wie Tabak oder Kohle. Also es ist ja wirklich dann ein einmaliger Kauf. Sucht euch da einfach auch was Vernünftiges raus. Also wenn ihr eine Shisha kauft, ist ja meistens ein Kopf dabei und der dürfte erstmal reichen. Aber wie gesagt, Köpfe gibt es auch noch unzählige. Was tut man auf dem Kopf oben drauf, Dima? Ja, das ist ein Kaminkopf, beziehungsweise ja, ein Kaminaufsatz, auf dem, also manche machen es ja mit Alufolie, ist nicht verkehrt, kann man machen, ist auf jeden Fall auch super. Aber ich würde jetzt empfehlen, einen Kaminkopf zu kaufen. Da kann man die Kohle schön drauflegen, sie fällt auch nicht runter, wie zum Beispiel bei Alufolie, da stößt man dagegen und die Kohle geht ihr Leben nach, keine Ahnung mehr. Fällt. Ja, genau, und die kann man auch gleich wieder halt zum Beispiel auf die Seite legen, dass man nicht so eine hohe Hitze hat und der Tabak nicht gleich verbrennt. Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, ist toll. Also sowas hier auch der Vorteil, man kann jetzt zum Beispiel drehen, wenn man will, dass die andere Hälfte vom Tabak so verbrannt wird. Also ein Kamin ist auch so ein Pflichtding. Das habt ihr jetzt beim Kauf von der Shisha nicht dabei, dann müsst ihr erstmal mit Alufolie kaufen. Aber Kamine sind auch nicht teuer, was weiß ich. 12 bis 15 Euro. Und wie gesagt, das ist genauso wie mit den Köpfen eine einmalige Sache. Gibt es auch viele verschiedene. Es gibt auch noch welche, die sehen ganz witzig aus. Die sehen aus wie eine Pfanne, ja. Da gibt es viele verschiedene. Das sind Kamine. Also auch, kann man auch holen, wenn es dann zum Hobby wird. Wir wollen, dass es euer Hobby wird. Auf den Kamin oben drauf kann man aber noch das hier drauf tun. Das nennt sich Windschutz, ja. Das benutzt man als Vor- und Nachspiel. Ist wie beim Geschlechtsverkehr, ja. Am Anfang, um die Frau gut anzuheizen und am Ende, um nochmal den letzten Rest rauszuholen. So funktioniert das hier auch mit den Kohlen, ja. Wir brauchen am Anfang ganz viel Hitze, damit der Tabak auch anfängt zu brennen. Also nicht zu brennen, aber schön warm zu werden, um guten Rauch zu entwickeln. Da tut man den Windschutz dann drauf, hier wird die Hitze gespeichert und es entsteht schnell mehr Hitze, damit der Tabak angeht. Dann tut ihr das bitte runter, denn das kratzt dann auch ziemlich schnell. Also es ist wirklich nur für Anfang und Ende gedacht oder wenn halt der Rauch so langsam ausgeht. Am Ende sind die Kohlen dann auch nur noch klein, die Aschen ja weg und sowas. Dann tut man das Ganze auch nochmal drauf, um nochmal den Rest aus der Frau, der Kohle zu holen. Gut, das ist ein sogenannter Windschutz. Preislich bei 10 bis 15 Euro. Gibt es auch von Glas für 20 Euro oder was weiß ich. Wie gesagt, ist auch was Feines.
Okay, jetzt kommen wir zu 10. Ja. Fangen wir damit an. Okay. Das sind Kohlen. Ja. Die das kennt der Schwarze immer. Ja. Ich bin so fies. So für Abmachen und sowas. Das sind Coco Hamada, auf jeden Fall zu empfehlen. 1 Kilogramm kostet 7-8 Euro. Auf jeden Fall seid ihr damit gut bedient. Dauert, bis sie verbraucht sind und ja, außer ihr seid echt hardcore und geht da direkt los und so. Dann müsst ihr euch gleich 3 Packungen kaufen. Oder ihr kauft euch direkt 3 Kilo Packungen. Die kann man gut anmachen, die geht auch schnell an, kann man gut verwenden, ascht nicht so schnell weg, die geht auch nicht aus. Und die braucht ihr auf jeden Fall, sonst könnt ihr nicht rauchen. Also von der Shisha-Kohle gibt es auf jeden Fall. Wichtig ist einfach, dass die Shisha-Kohle so aussieht, ja? Ein Würfel. Holt euch bitte nicht die Selbstanzünderkohlen. Das sind diese Runde, die man mit dem Feuerzeug kurz anzündet und dann macht pssst und die Kohle ist an. Damit kriegt ihr von uns Nackenschellen und ihr werdet nicht lang in der Shisha-Welt überleben. Selbstanzünderkohlen sind bläh. Also wirklich, fangt nicht damit an. Wenn ihr euch so eine schicke Shisha kauft, so eine Amy, und darauf eine Selbstanzünderkohle legt, dann wird die Amy quasi Selbstmord begehen. Ja, die wird aus dem Fenster springen oder was weiß ich. Die sagt, fick dich und dann tschüss. Deswegen holt euch solche Shisha-Kohlen. Die sind Naturkohlen, nennt man die genau. Aus Kokos und Schalen sind die gemacht. Sind nicht teuer, da ist man bei 6, 8, 10 Euro für ein Kilo, was weiß ich. Also wirklich kein Thema. Und ja, die Kohlen kann man aber nicht einfach mit dem Feuerzeug anmachen, wie eine Selbstanzünderkohle. Dazu braucht man ein gewisses Werkzeug. Und das ist das hier. Das hier nennt sich Kohleanzünder. Ich habe jetzt hier einen, der kostet 35 Euro. Der hat jetzt nichts Besonderes wie ein anderer Kohleanzünder. Ich habe den mir einfach geholt. Der ist halt so hoch aufgebaut und so, ich weiß nicht. Habe ich mir einfach geholt. Da gibt es auch noch einen günstigeren, den habe ich im letzten Video gezeigt, den hat er zu Hause. Das ist wie so eine Herdplatte. Da legt man einfach die Kohlen drauf, man knipst das Ganze an und wartet dann eine Weile und dann sind die an. Fertig. Dann legt man die auf eine Shisha mit einer Zange. Kannst mal kurz die Zange holen. Das ist eine Shisha-Zange, eine Kohlenzange. Dann nimmt man die Kohlen runter, vorsichtig, heiß auf den Kopf und dann kann man rauchen. Ja, das war's eigentlich schon. Viel mehr gibt's nicht. Es gibt noch so ein paar Sachen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist ja wirklich ein Shisha-Anfänger-Video. Sowas wie Molassenfänger und so. Das ist ganz so. Oder Diffusor. Da wollen wir jetzt noch nicht so drauf eingehen. Vielleicht mal in einem fortgeschrittenen Video. Das war's. Wenn ihr Shisha als Hobbymann wollt, fangt mal an. Ihr könnt wirklich mit allem, also wenn ihr eine Shisha kauft, mit Tabak, mit Kamin und Kohlen und Kohle anzünden, dann ist man schon so. Man ist bei 100 Euro, wenn man wirklich gar nichts zu Hause hat. Aber man hat eine gute Grundbasis. Man hat eine Shisha, einen Schlauch, ein Mundstück, einen Kamin, Kohlen, Kohle anzünden und einen Tabak. Und es reicht für den Anfang. Und ihr werdet es als Hobby. Wenn ihr unsere Regeln befolgt, dann wird Shisha euer Hobby. Es ist ganz einfach so, weil Shisha ist geil. Ne? Also Leute, viel Spaß beim Rauchen, guten Rauch, falls ihr Shisha als Hobby nimmt. Für die, die schon erfahren sind, ihr dürft euch gerne auch ein paar Tipps oder so in die Kommentare schreiben, was ihr so empfehlt für den Tabak, für die Kohle, was weiß ich. Und ja, das war's erstmal. Vielleicht sehen wir uns beide wieder in einem anderen Video, einem fortgeschrittenen Shisha-Video, was weiß ich. Wer weiß, ja. R zu dem I zu dem M zu dem O und D zu dem I zu dem N zu dem A. Wir sind jetzt raus. Guten Rauch euch. Peace. Ciao. I don't know.